mehr Parkplätze entdecken. Okay. Saw a Magitek Trooper the other day. Those things are downright unsettling. Okay. The evil grim gargoyle and his Bahamut Grand Fleet have launched an invasion of the peaceful Nava Galaxy, bla bla bla. Hä, ich verstehe es irgendwie noch nicht so richtig, wie ich irgendwas mache. Ich kann es nur runter und hoch. Dann kann ich noch was Verschiedenes. Es sind hier so viele Tooltips, dass ich nicht alle lese, ne. Keine Musik? Okay. Ich hoffe, ich gewinne jetzt auch was Ordentliches für meine Zehen. Also ich kann auf jeden Fall noch zwischen hin und her wechseln. Ich weiß auch nicht so richtig, was das bringt. Und ich habe halt die Hero Tag. Oh Gott, wie lange geht denn das? Okay. Die beschwört man quasi jeweils und dann werden es diese... Okay.
Also nicht, dass ich es richtig verstehen würde, aber so ein bisschen. Bam! Verstehe nur mit das mit dem Slice, verstehe ich irgendwie nicht. Also linken Stick und A. Nein. Achso, und dann kann ich immer so durch die zwischen hin und her wechseln, okay. So, okay. Ich schieße die halt immer gleich wieder los. Die Idee ist, dass die so hin und her rollen und ich dann quasi mir den richtigen Winkel aussuche. Ja. Elektro, Wasser, Erde, dunkel oder so? Okay, jetzt auf einmal. Ich wollte gerade sagen, es ist keine Musik da. Ja, ist auch keine Musik da. Achso, dann müsste ich quasi mal so durchwechseln, dass ich jetzt quasi den Blitztyp nehme. Es ist oben links meine extra Leben, habe ich noch 9 Stück. Okay, und die Typen sind dunkel. Die Frage ist nur, was hilft gegen dunkel? Also der unten ist auf jeden Fall erstmal Wasser. Weil der Wasser halt nie auch ordentlich Schaden macht. Das quasi da im Boden ist. Oben bestimmt welche Belohnung ich bekomme. So, und jetzt kann ich quasi wieder alle machen. Ey, warum nicht? Yes!
Okay, da brauche ich jetzt den Blitz-Heini. Sehen zwar mehr dunkel aus, aber da oben steht Wasser. Bei dem Blitz brauche ich wahrscheinlich eine Erde, Heini. Bam! Ach krass, vielen, vielen Dank, Fälscher. Das überrascht mich jetzt wirklich. Danke, danke. Also ich weiß ja, dass dieses Minispiel hier ganz großes Kino ist, aber ich war mir nicht so sicher. Genau, es gibt Kekstüten. Ja, ich brauche den Erdteil. Achso, das ist der Erdteil. Dann macht er so wenig Schaden eigentlich richtig. Oh, okay. Wenn ich richtig treffe, macht der Schaden. Ja komm, jetzt hau den komischen Elektro-Dude. Schön. Hey, Gewinner! Genau. Nehmen wir den Wasserdude noch mal mit. So. Wie lange geht denn das? Na los, du triff ihn! Mm-hmm.
Ja, weil noch haben die irgendwie, sehen die alle ganz fit aus. Ach komm. So. Ich sehe schon, ich komme hier reich wieder raus. Okay, Elektro bringt da jetzt nicht so viel. Yes! Ja, Elektro gegen Elektro macht jetzt nicht so viel, aber der andere nimmt wahrscheinlich auch nicht ganz gut Schaden damit. So. Ah, okay. Also viel Geld habe ich nicht. Ja, was gut oder schlecht gegen Dunkel ist, keine Ahnung. Scheint gut genug zu sein gegen Dunkel. Muss dann nur erstmal nach oben kommen. Licht? Was soll denn? Ja, aber was ist denn Licht? Was ich mit Slice mache, weiß ich auch noch nicht.
Okay. Und die App ist Real-Life-App oder in dem Spiel eine App? Okay. Das war doch in GTA 5 irgendwie so ganz strange. Okay, aber das heißt dann erstmal, dass dass ich weder was habe, was besonders schlecht ist gegen Dunkel, noch was besonders gut ist. Dunkel ist quasi so raus. Das dazu nehmen wir jetzt irgendwie auch doof. Andererseits ist es auch einfach besser, mehrere zu haben, die da rumfliegen. Vielleicht ist es auch so einfach, weil es die 10-Drill-Variante jetzt ist. Ich hatte eigentlich nicht vor, das eine halbe Stunde zu spielen. Reines Blödsinn. Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es schwerer wird. Jedenfalls die Levelanzeige von den Gegnern geht auch nicht hoch. Aber einfach aufhören ist auch doof, oder? Oder hören wir einfach auf? Jetzt musst du den ins Stich ziehen. Ja, am Anfang haben wir irgendwie übelst schnell welche bekommen und jetzt kriegen wir wieder kaum noch welche. Das ist halt so ein Zufallsding. Ja.
Hey, Tobe. Ja, irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Aber ja, ich halt das Gefühl, dass wir kommen vorwärts kommen. Naja. Ein bisschen noch. So härter, ich hoffe es so ein bisschen, aber vielleicht ist es auch nur ein Zufall und gleich haben wir wieder Level 10. Ja, ich denke, ich brich's ab. Das gilt einfach sonst jetzt noch eine Ewigkeit so. Der einarmige Bandit hat uns. Normalerweise, gerade bei so Flipperspielen, das ist ja eigentlich so, dass es nicht besonders lang dauert, wenn man weiter Münzen reinschmeißt. Wäre vielleicht clever, wenn ich mal Wasser benutze. Ich weiß nicht, kannst du mir nur sagen, ob das, ob du glaubst, dass es sinnvoll ist, noch ein bisschen weiterzumachen. Ich ja auch noch nicht. Ich nehme mal an, wenn es halt, weil wir noch am Anfang sind, wenn es jetzt eine Waffe ist, ist es gut. Wenn es irgendein Heiltrank ist, dann brauchen wir es wahrscheinlich nicht. Wenn es irgendein komisches Crafting-Ding ist, dann keine Ahnung. Wenn es eine neue CD fürs Auto ist, dann ist das wichtig. Ich glaube, es war Zufall, dass wir am Anfang so viele hintereinander bekommen haben. Bis 40 oder so, 45 ging es ja irgendwie so schnell. Ja, ich glaube, ich lasse es jetzt einfach. Mal gucken, ob wir da für irgendwas kriegen. Ein grünes Päckchen. Gold Bangle. Scheint nochmal das gleiche zu sein. Das ist, glaube ich, ganz gut.
Plus 50 plus 500. Ach du Scheiße, verdoppelt einfach mal meine HP. Okay, also die Preise sind richtig gut. Ein Goldreif, okay. Ja, wahrscheinlich dann auch so krass. Dig into a patter of Kenny's fries. Fresh from the fryer. Some kind of bird. I'm big on birds. Welcome to the crow's nest. What would you like? Er kann mir erstmal erzählen, was es hier noch so alles gibt. Viel Krempel. Ja, ich weiß nicht, ob man diese ganzen Orangen-Dinger mal ablaufen sollte. Zumindest die Schätze oder so. There's no wrong choice here. Was gibt's hier? Prevents Poison, Prevents Toad. Plus 300 HP. Und ist ein Fritten. These are some pretty tough customers. So, die nehmen wir auf jeden Fall alle an. That's great. Good luck to you. Fiese Viecher. This will be tough. Take care out there. So. Krass, schon wieder so spät, es ist morgens um 3, wir sind gerade erst angekommen. Today's guest is no stranger to our program. Renowned biological researcher Sonja Jaeger. Hey there, I'm taking on a serious topic this time around. Monster mutation. What sort of mutation? Well, recently we've observed several specimens not quite a chip off the old species, if you catch my drift. These abnormally strong creatures exhibit violent tendencies. Oh, you'll know if you find one. Just hope it doesn't find you first. They're a handful even for our hunters, so steer clear. Vielleicht legen wir uns wirklich erstmal hin. Wir hatten die letzte Mal nachts übelst viele Viecher. How are you today? Okay, hier gibt's so das Übliche, was man so erwarten würde. Two-Tone Custom Decal Set. Black and White is always cool. Final Fantasy 2 Soundtrack. Ja, vielleicht da ein bisschen mehr Kohle über haben. Bye now. Was kostet denn das Hinlegen? You all came all the way out here to deliver the goods. Well, thank you kindly. We'll take it out of the trunk, so you all just sit tight. Stimmt, wir haben ja auch noch die Quest, um hier was abzugeben. Umbra. Bringing us stuff. Attaboy. A dog can really track a scent. Certainly knows how to find us. How do you always know, boy? Just a sec. Ach, die, die wir heiraten sollen. Nice flower. It's the same kind we sewed our crowns from. Oh yeah, Syl blossoms. So, I have a favor to ask. Take the notebook with you when you go. Sure. That's not all. I want you to put something in the book and send it back. What will you write back? Fending going to see after all these years? Got it.
All set. Take care out there. I know. You're not gonna tell me. Then don't ask. What was that about? You don't say. Now that our work's done, let's see ourselves to Golden. Na, wie gesagt, ich trotzdem hier erst mal pennen wollen. Okay, und hier ist ein großes Fragezeichen. Hold on a sec, sir. I found an envelope addressed to Meldacio inside the package. Meldacio? The Hunter HQ? Yes, sir. The headhunter ought to be around here somewhere. Mind making one more delivery? What do you say, Nacht? Might as well while we're in the neighborhood. Ja, natürlich. Weil es jetzt schon morgens um 4 ist. Sonne geht ja schon wieder auf. Ja, dann können wir uns das eigentlich auch sparen. Finden wir hier irgendwo die Sidequest? Level 5, na gut. Ach so, der soll direkt hier irgendwo sein. Dann sitzt er doch bestimmt in dem Diner, oder? Oder ist er hier in dem komischen... Ah. Well, look who it is. I really owe you boys one. Ach, der Typ wieder. Make that two. Can't seem to catch a break. Yeah. It looks like they found another one. Wait, found another what? Tag. Us hunters keep them on our person at all times as identification. What? In case you forget who you are? More like so no one else forgets who they were. Hunters lead a life of danger. Sometimes these tags are the only things that make it back in one piece. It's our job to deliver them to the families of the fallen. As it were, I came out here to do just that. If y'all happen to find any tags lying around out there, would you do me a favor and send them my way? Na klar. Yeah. Sure. Word is, somebody spotted a tag around these parts. Try asking the local tipster. He'll point you in the right direction. Ich weiß nicht, ich habe noch von allen Charakteren kein so richtiges Bild. Those tags are heavy stuff. They certainly carry emotional weight. We'd best find and return them. And give the families peace of mind. Aber ja, das mit den Tags kennt man eigentlich. Other Intel Bots Area? Haben wir doch schon. Welcome. You boys must be hungry. Happy to tell you about the area. Ah, okay, für die Quest dann nochmal extra. Nein, okay. Be careful. Na, dann machen wir das jetzt noch fix. Ja, ich glaube, das wird irgendwie schwierig, so ein Zwischending zu finden zwischen ich nehme alles mit und ich mache die Hauptquest. You thinking a fairy tale, Lady Lunafreya, back to the Crown City? Nah, no need to rush to happily ever after. Wow. Still can't believe you're actually tying the knot, dude. How does it feel now that it's finally happening? Fine, I guess. Ah, come on, you can't fool me. Any guy would be over the moon to marry her. No big deal. Yeah, whatever. Hmm. Da kommt doch der junge Viech. Werden doch nicht nur die Dogtags hin. Dogtags.
Ein bisschen Pfeffer. Ja, genau. Maybe this way? Halt, gerade am Anfang ist es immer schwierig, weil man eben gar nicht einschätzen kann, ob die Sachen jetzt besonders wertvoll sind, für was man die braucht und so. Das war bei Witcher 3 bei mir echt am Anfang ein großes Problem, weil du teilweise große Felder hast mit irgendwelchen Kräutern und theoretisch könntest du dann da erstmal irgendwie Ewigkeiten verbringen, allein zu sammeln. Hey, where'd you learn that one, Noct? Ich mache mit der Waffe so viel Schaden, dass es nicht mal was ausmacht, dass sie nicht besonders effektiv ist gegen die. Also Lila heißt zwar nicht besonders effektiv. I'll say I'm amazed. What can I say? Oh yeah. Oder bei Fallout ist es ja auch so ein Ding, dass man irgendwie einfach alles mitnehmen will. Bis man dann so nach und nach raus hat, was man alles eigentlich liegen lassen kann. Nur halt gerade, wenn das so alles auf der Karte ist, dann fuchst mich das irgendwie immer. Ja, ich sollte da öfter mal drauf gucken. Das Ding zum Beispiel hätten wir jetzt echt noch mitnehmen können. Wenn wir waren hier. Ja, ich denke auch hier ist endlos. Also war ja bisher zumindest immer so in den Final Fantasy Teilen. Ich habe hier noch nichts gesehen. Ich glaube, ich nehme das noch schnell mit. Yeah. Für solche Sachen sind wahrscheinlich Chocobos richtig gut. Dass man das dann später alles relativ schnell abgaloppiert. Na, bei Witcher, bei Kräuter und so ist man auch nicht durch Gewicht limitiert, weil die alle nichts wiegen. So, was haben wir? Green Choker. Increase HP Recovery Rate. Okay. Du hast noch gar nichts, du bekommst das jetzt. Der ist da auch nicht besser, als ich es bin. Feel so sluggish. Yeah. Komischen vier Dudes rennen hier durch die Steppe. Ja, bei den Hunter-Quests weiß ich auch nicht so richtig. Wollen wir die noch ablaufen, oder? Machen wir das nur, wenn die so auf dem Weg sind? Found one already, huh? You done good. Ja. Just picking up the pieces, I guess. Well, try to keep your spirits. Ja, auf jeden Fall. Even though I ain't one to talk, I beat myself up over the lives of the hunters I couldn't save. That's what each one of these tags means to me. They hurt. But if I let that grief keep me from looking for them, then their tags and their lives. Ich meine, die Version, die wir jetzt haben, die Xbox One Version, ist ja die schlecht aussehendste Konsolenversion. Yeah, das wäre sehr eigenartig, wenn das auf dem PC nicht besser aussieht. Any tag they see, and I expect you boys to go out and do the same. Zack.
Noch was quatschen? Been keeping hard at it. Ist noch irgendwas um die Ecke? Das ist relativ weit, das ist relativ weit. Das ist um die Ecke. Level 7 sollte gehen, Level 8 sollte auch gehen. Level 14 ist vielleicht wieder ein bisschen viel. Ah, guck mal, die sind hier beide um die Ecke. Dann machen wir die beiden. Ah, Level 14 geht bestimmt auch. Eine der Haupteinnahmen an Jill. Alles klar. It's time. Gladio, come on. Gotcha. Das können wir jetzt eigentlich auch fahren, ne? Na, egal. I think I got a pebble in my shoe. Take it out. Yeah. Hätte was jetzt auch hinterher einsammeln. Naja. Ich das noch entfernen wieder. So, dann mal schauen. Seems we found what we're looking for. Die halten auf jeden Fall ganz schön was aus. How are we holding up? Getting by. Nice. Now it's time to go to town. Give them hell, Mark. Gladly. Gladio, do it! Tonka killed. Nice work, Gladio! Watch out! Was ist denn normal? Hey! Sorry! How are we? Getting back. Pronto. Au. Yeah.
Die sind schon deutlich heftiger. Irgendwie Level 14 gleich noch. Hui. It's history now. Vielleicht keine gute Idee, das zu versuchen, aber was soll's. Kann ja mal meine Magie-Dinger probieren. It's hot. Then lose the jacket. Remember, just a scan of us. Ist eigentlich vielleicht gar keine Idee. Ach so. Okay, gear's locked. Easy as they come. Locked! Hey, pronto! Stay on your feet! Ach Quatsch, das sind ja jetzt irgendwie Level 2, ich bin noch gar nicht da. Na, umso besser. None the worse for wear. Bring on the next one. Habe ich zumindest mal geguckt, wie es nochmal ging. Quatsch, das war ja nur nachts. Einfach warten kann man nicht irgendwie, ne? Naja. We need to replenish our supply of curatives. Gotcha. Dann pennen wir bis nachts und fahren dann noch mal hin. Just so you know, I'm cool with camping. Welcome. Hey, you're alive. Oder sollen wir lieber noch andere Hunter-Quests machen, dann kommen wir dahin. Thanks for your business. There's more dangerous things prowling about these days. Andererseits ist die Main-Quest nur Level 2 und die Dinger sind alle so ein bisschen höher. Kann man ihn noch dahin fahren lassen? Oder nur von Parkplatz zu Parkplatz. Ah. Ah, okay, und gegen 10 kann man dann fast traveln. What's the forecast? Clear skies with the temperature rising. Nice. Ja, mit Fast Travel wird es sein wie immer. Am Anfang ignoriere ich das so ein bisschen und dann. Dann nervt es irgendwann. Die Strecken immer zu fahren.
Mal gucken, was tanken hier so kostet. Dann wäre es aber sinnvoller gewesen, einfach zwischendurch auszusteigen, wenn er da jetzt hinfährt. Ich habe ja quasi Quest Location angewählt. Oder mal gucken, wo er jetzt hinfährt. Ja, er scheint hier zu packen. Können wir mal gucken, ob wir einen Chocobo mieten können. Great range of wares here. Paradise for a technophile like you. Ach, können wir mal tanken. Oder tanken lassen. Wow, she's looking prettier than ever. Oder so. So, da stand noch irgendwas mit Quests, aber hier scheint jetzt erstmal keine neue Quest zu sein, die man annehmen kann.